Guten Tag, liebe Leute. Ja, wieder wird überall eine heftige Propaganda gegen Schweden gemacht. Schweden antwortet darauf, dass wahrscheinlich die Summe aller Kollateralschäden in Schweden viel geringer ist und dadurch eine etwas erhöhte Sterbezahl in Schweden verkraftbar ist, besonders wenn man sieht, dass Schweden zukünftig besser mit den hygienischen Verhältnissen in den Altenpflegeheimen umgehen will, so dass also dort dann wäre nämlich sozusagen die Zahl derer, die in den Altenpflegeheimen gestorben wären, drastisch geringer gewesen und dann wären auch die offiziellen angeblichen Corona-Sterbezahlen auch in der Größenordnung einer kräftigen Grippe geblieben. Ja? So, ansonsten findet man aber eben keinerlei Zeugenaussagen aus Tansania, aus Weißrussland, aus Ländern, also die Corona aktiv versuchen zu ignorieren. Da müssten ja jetzt die Menschen wie die Fliegen sterben, wenn es sich wirklich um ein Killer-Virus handeln würde. Schluck Wasser. Ja, und jetzt werden überall lauter Nichtkranke ins Gefängnis geschickt. Man nennt das Gefängnis Quarantäne. Ja, das heißt, es wird getestet und Leute, die quasi überhaupt nicht krank werden durch das Virus, sondern es ihm nur begegnet sind, werden also quasi, und das auch nur vielleicht, weil ja die Tests so große Unsicherheitsbereiche haben, dann werden die ins Gefängnis Quarantäne gesteckt. Deswegen kann ich ja auch nicht zum Sport, weil wenn danach einer hustet, werden wir alle zwangsgetestet und ins Zwangsgefängnis Quarantäne gesteckt. Ne? So, dann haben wir hier, ja, unser Gesundheitssystem verhält sich wie jeder normale Versicherungsvertreter sozusagen. Unser Tagesbild dürfen wir natürlich nicht vergessen, ne? Und zwar, der Versicherungsvertreter sagt, ach, es ist alles schrecklich gefährlich, die ganze Welt ist schrecklich gefährlich, kauft mir meine Versicherungen ab. Und genau so hat die Evolution von kapitalistischen oder marktwirtschaftlichen Gesundheitssystemen führt genau zu dem gleichen. Ja, alles ist schrecklich gefährlich, kauft mir meine ärztlichen Leistungen ab, meine Impfungen, Tests, Bestrahlungen, Chemotherapien und Operationen. Ja, das ist also das Angstmache, also Gefährlichkeitsübertreibung gehört zum Geschäftsmodell des Versicherungsvertreters genauso wie zum Geschäftsmodell der Medizin. Ja, das ist so kam es auch schon zur Schweinegrippe-Gefährlichkeitsübertreibung. Und der Fehler ist halt, dass unsere Politik nicht versteht, dass die Marktwirtschaft das Problem ist und dass die Marktwirtschaft aus dem Gesundheitswesen ein und allen anderen gesellschaftlichen Bereichen schädliche Institutionen macht. Ne? Ja. Also letztendlich, das Übersehen der vorteilbringenden Irrtümer macht die Marktgläubigen zu abergläubigen Ideologen. Ja? Also nochmal, das Übersehen der vorteilbringenden Irrtümer macht die Marktgläubigen zu abergläubigen Ideologen. Ja? Also hier. Unter vorteilbringenden Irrtümern sind also die gewinnbringenden Irrtümer und die karrierefördernden Irrtümer zusammengefasst, sozusagen. Ja? Also wir haben hier im Gesundheitswesen, hier haben wir den ersten Früharzt der Evolution und der sagt, ja, toll, euer liebevolles, lustvolles Kommunenleben, wo die Männer alles den Frauen und Kindern schenken und toll, diese ganze, dass ihr nur naturbelassenes Obst und Gemüse und so weiter esst, da habt ihr starke Immunsysteme und braucht mich als Früharzt praktisch gar nicht. Ja, dann alle sogenannten winzigen Dinge, die es in der Welt gibt, die für die wir ganz keine Augen haben, weil
weil sie für uns unwichtig sind, die können euch dann auch nichts tun. Ja? Und dieser gute Früharzt hat aber ab den Bedingungen des Marktes keine Überlebenschance mehr, keine Ausbreitungschance mehr, weil hier dann irgendwann zwangsläufig nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion zwangsläufig der sich irrende Früharzt auftauchen muss. Es reicht einer aus, eine Mutation reicht aus und der sagt, nein, also ihr könnt ruhig die ganze moderne denaturierte Nahrung essen, kein Problem, die ist genauso gesund und ekelhaft euer Geschmuse und so weiter, davon werdet ihr ja krank, dieses ganze liebevolle Kommunenleben, ja, dieses bonobo-kommunistische Leben, das ist ja schrecklich und es ist ja unkeusch und unmoralisch und so weiter. Hört auf damit und ihr braucht meine Impfungen, Tests, Chemotherapien, Operationen und so weiter. Verkaufe ich euch gerne, nur so könnt ihr gesund leben. Ja, und jetzt ernähren sich die Leute falsch, weil sie das hören und weil sie da Gehirn gewaschen werden sozusagen und werden häufig krank. Er kann unheimlich viel verkaufen und kann 2 Kinder, 3 Enkel, 2 Urenkel, eine Großfamilie von Medizinprofessoren begründen, die uns alle mit ihren vorteilbringenden, gewinnbringenden, karrierefördernden Irrtümern in die Irre führen. Ja? Und wer das nicht versteht und da unsere ganze Welt das nicht verstehen will, dass das die eigentliche Problematik der Marktwirtschaft und des Kapitalismus ist, dadurch vertrauen wir auf Medizinprofessoren und lassen uns von ihnen von ihren eigenen vorteilbringenden Irrtümern infizieren, von diesen Viren des Geistes und in die Irre führen. Ja? So, also deswegen nochmal der Satz, das Übersehen der vorteilbringenden Irrtümer macht die Marktgläubigen, wie Krall und so weiter, komme ich ja nachher, zu abergläubigen Ideologen. Ja? So, dann haben wir diese Punkte erledigt und widmen wir uns jetzt dem Punkt Kindesmissbrauch. Ja, eben gerade weil hier diese Frühärzte und Frühhändler, die sich irren, gesagt haben, ach, ist das eklig, euer ständiges Rumgeschmuse und Sex und Geschlabbere und so weiter. Deswegen haben wir alle Angst vor Körperkontakt und Sexualität bekommen und so weiter. Und dadurch sozusagen vermissen alle Menschen auf einer innerlichen Ebene, meistens völlig nicht bewusst, vermissen alle dieses liebevolle Bonobo-kommunistische Leben mit dieser Sexualität, mit alt und jung und so weiter. Und dadurch kommt es dann zum Kindesmissbrauch. Eigentlich biologisch richtet sich ja die sexuellen Interessen nur an junge erwachsene Personen, ja, also die auch die Körpermerkmale, also die sexuell anregenden Körpermerkmale haben, aber die Leute sind so ausgehungert und so verzweifelt, dass sie sich dann zur Not, weil es eben irgendwie leichter möglich ist und so weiter, auch an kleinere Kinder und missbrauchen dann halt diese, wenn sie schon nicht die jungen Erwachsenen sozusagen ab der Pubertät nicht kriegen können, dann vergreifen sie sich eben an den noch kleineren Kindern, auch weil die ja eben wenigstens auch schon in Ansätzen die Merkmale einer späteren jungen Frau, eines späteren jungen Mannes aufweisen. Das heißt also, die Marktwirtschaft ist die Ursache für den Kindesmissbrauch. Ja? Und deswegen müssen wir die Marktwirtschaft beenden. Ja? Ach so, ganz kurz, zum Beispiel mit einer Wohlfühlstimme oder mit, ich werde nachher andere Dinge, also wir müssen also quasi dass die vorteilbringenden Irrtümer müssen sich als nachteilbringende Irrtümer erweisen und die
Nachteilbringenden Wahrheiten unter Bedingungen des Marktes müssen nach der Beendigung der Marktwirtschaft als vorteilbringende Wahrheiten sich erweisen und dann von den entsprechenden Ärzten und Händlern und so weiter übernommen werden. Und dann breiten sich die Wahrheiten aus und wir alle kriegen ein Wirtschaftswunder in Deutschland von circa 500 Milliarden Euro pro Jahr. Wirtschaftswunder volkswirtschaftlich, weil wir aufhören, uns gegenseitig zu schädigen durch die denn jeder Berufszweig hat seine eigenen vorteilbringenden Irrtümer, mit denen wir uns alle gegenseitig schädigen. Ja, ja, und das alles kann man studieren auf insgesamt, also wer wirklich studieren will und alles liest und alles durchklickt. Also wenn man die Next Scientist for Future.de vom Weltrat und wenn man das alles, dieses neue Know-how dieser circa 20 Professoren und Doktoren, die Weltspitze der Wissenschaft, die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre wirklich studieren will, muss man alles, jedes Wort mindestens einmal lesen, am besten dreimal. Und dabei stolpert man über so viele Links, dass man am Ende auf 6 Homepages landet und auf über 500 Internetfernsehsendungen, die also vieles unterrichten und alles unterrichten. Ja? Schluck Wasser. Ja. Zum Beispiel das Konzept der Wohlfühlstimme. Genaueres Nachlesen auf nextscientistforfuture.de, alles ein Wort. Die würde also quasi, wir können die gesamte Politik unverändert lassen. Eigentlich brauchen wir nur ein einziges Mal einen Volksentscheid vielleicht noch dazu zu nehmen. Ansonsten können wir alles unverändert lassen, denn die Wohlfühlstimme wird dazu führen, dass hochqualifizierte Manager, Staatsmanager, Wirtschaftsmanager als Berater beschäftigt werden oder honoriert werden für bestimmte Zeiten lang. Und denn dadurch, dass mit der Wohlfühlstimme die Anreize stimmen, also stellen sich vor, alle 16 Bundesländer und in einem Bundesland, das von einer bestimmten Partei regiert wird, entwickeln sich die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten schlechter als in den anderen Bundesländern. Dann wird doch jeder Bürger im gesamten Land, wir werden ständig diese Daten sehen, offen, ganz offen sehen. In jeder Heute-Sendung, in jeder Tagesschau werden wir diese Daten sehen. Und dann wird doch niemand mehr diese Partei wählen, die dieses eine Land gerade abwirtschaftet. Ja? Also von daher werden alle Politiker bemüht sein, die besten externen Berater zu kriegen sozusagen und zu honorieren. So nach dem Motto, wenn die Anreize stimmen, ist alles gut. Und dann brauchen wir auch am politischen System nichts ändern. Warum uns Arbeit machen, wenn es gar nicht nötig ist? Es ist nicht nötig. Die Wohlfühlstimme und ähnliche Maßnahmen reichen völlig aus, um alles zu korrigieren. Ja? So, dann geht's hier weiter. Ach so, jetzt kommen wir doch nochmal zur Corona zwischendurch zurück. Ja, rechnen wir doch mal ein paar Zahlen durch, Taschenrechner. Wo bist du? Ja, also hier. So, ich glaube, wir sind gut im Bild. So, in USA. Also, USA, also in Deutschland haben wir ganz normal im Winterzeiten jeden Tag circa 3 damit müsste eigentlich jede Tagesschau eröffnen, jeden Tag 3000 Tote. Jeden Tag. Das bedeutet, dass wir in Deutschland in 100 Tagen in der Winterzeit eine ganz normale Wintersterblichkeit haben von 1 0,
2-0. Was ist das? 300.000 Toten. Vergleichen Sie bitte diese 300.000 Toten mit den lächerlichen 8.000 Toten, ja? Und vergleichen Sie, ja, aber wie gesagt, da kann man ja dann sich wieder rausreden, kann man sich rausreden und sagen, ja, wir haben ja nur deswegen 8.000 Tote nur, weil wir so harte Maßnahmen gemacht haben. Wenn wir die nicht gemacht hätten, hätten wir ja 800.000 Tote gehabt. Ja, also das kann man ja behaupten. Also kann man das jetzt noch nicht widerlegen. Und wir schauen uns das aber nur mal die Verhältnismäßigkeiten an. Ja? In USA, dann droht man in der Propaganda der Medien mit USA 200.000 Tote. Jetzt gucken wir uns doch mal an. Die USA ist viermal so groß von der Bevölkerungszahl wie Deutschland. Also müssen wir das hier mal 4 multiplizieren. Ja? Also dann hätten wir 1,2 Millionen Tote sterben sowieso innerhalb von 100 Tagen in den USA Wintersterblichkeitszeiten. Ja? Und von 1,2 Millionen könnte es sein, dass in den 1,2 Millionen diese 200.000 Corona-Toten versteckt sind oder dazukommen. Aber eine Steigerung von 1,2 Millionen auf schlimmstenfalls 1,4 Millionen wäre doch kein Grund, totale Kollateralschäden zu riskieren sozusagen. Also das heißt, die Zahlen sehen groß aus, aber verglichen mit der normalen Sterblichkeit innerhalb von 100 Tagen sehen die Zahlen eher winzig aus, ja? Und das ist Propaganda, dass man eben nicht die Zahlen ins Verhältnis zueinander stellt, sondern immer sie so darstellt, dass sie den Leuten möglichst viele Angst machen, weil die Leute eben nicht wissen, dass in 100 Tagen in USA 1,2 Millionen Tote ganz normal sind in Winterzeiten, ne? Ja, das bedeutet also, und jetzt muss man sich mal klar sein, in den USA würde die Pest bedeuten, die Pest, die ein wirklich starker Erreger ist sozusagen, würde bedeuten, dass wir in den USA es mit 100 Millionen Toten zu tun hätten. 100 Millionen Toten, sind Zahlen, ja? Ja, und indem man solche Zahlen nicht nennt, nämlich 100 Millionen Tote, will man uns erschrecken und bedrohen mit 200.000 lächerlichen Toten. Ja? Also verglichen mit 100 Millionen Toten ist das ein Witz. Ja? Also Corona ist ein Witz verglichen mit der Pest. Ne? Ja, und wie gesagt, und das Entscheidende ist, diese fehlenden Zeugenaussagen trotz Journalisteninteresse, ja? Also die Journalisten sind ja, das merkt man an jeder Sendung aus dem Ausland, wie gierig die sind, das schreckliche Sterben im Ausland zu zeigen. Aber es gelingt ihnen trotzdem nicht, außer einer einzigen schwedischen Zeugin, ist es nicht gelungen, auch nur einen Zeugen zu finden, der also quasi sonst noch sagt, ja, in meinem Bekanntenkreis sind in diesem Jahr doppelt so viele Menschen gestorben, wie es in den sonstigen Wintern in den letzten Jahren. Ja? Und das ist offensichtlich weder in Weißrussland, noch in Tansania, noch in Schweden möglich geworden. Denn also in Schweden gibt es eine Interviewreihe, wo ganz klar wird, die Schweden haben keine Angst vor Corona. Das heißt, sie haben offensichtlich im Bekanntenkreis von niemandem die Nachricht bekommen, dass dort ungewöhnlich viele Menschen jetzt plötzlich sterben, ja? Ja, und auch in Österreich will man jetzt nach der FDP, in Deutschland will jetzt auch die österreichische Freiheitliche Partei einen Untersuchungsausschuss Corona haben, weil sie sagt, hier ist Schaden am Volke angerichtet worden, sozusagen, ja? Ja, und deswegen habe mir mal das Regierungsprogramm unserer jetzigen Regierung in Deutschland angeschaut
und überschreibe jetzt das Kapitel, wir machen alles falsch. Und ich gehe nur wieder auf ein paar Punkte ein, was wir so alles falsch machen. Dafür gehen wir aber auch wieder auf unser schönes Tagesbild zurück, ne? So, was machen wir denn alles so falsch? Alles eben, ja. So, der erste ist eher unbedeutend. So Dinge wie Kunst und Kultur sollten wir finanziell überhaupt nicht mehr mit Steuergeldern unterstützen. Für die meisten Menschen hat das keine Bedeutung. Das ist eher ein Spielzeug für die Reichen und die können sich ihre Luxusspielzeuge gerne selber finanzieren und so weiter. Auch die entsprechenden Kunstschulen und Hochschulen, die brauchen wir auf keinen Fall. Die sollten wir nicht staatlich mehr fördern. Da sparen wir ganz viel Geld ein. Das Geld können wir für bessere Zwecke gebrauchen. Wir könnten es, wenn es zu einem Deal mit Greta Thunberg und Luisa Neubauer, Fridays for Future, Extinction Rebellion käme, könnten wir das viel besser für CO2-Neutralität, Umweltschutz und so weiter gebrauchen. Das, was wirklich unser Wohlbefinden und also unsere Wohlfühlstimme und unsere Gesundheitsdaten verbessert, ja? Also ich kann nicht erkennen, wie Kunst und Kultur irgendetwas mit meiner Wohlfühlstimme und mit meinen Gesundheitsdaten zu tun haben. Kann ich nicht erkennen, ja? Also weg damit. Ja. Luxusspielzeuge für Reichen finanzieren die Reichen doch gerne selber. Ja. Ja. Auch all diese Museen und so weiter, das sind alles rausgeschmissene Gelder. Wer schaut sich denn sowas heutzutage noch an, ja? Also Familien, ja, die Regierung, ja, macht Familien- und Kinderförderung mit der Gießkanne. Das müssen wir beenden. Warum? Warum muss man das beenden? Warum muss man alle Familien- und Kinderförderung mit der Gießkanne, also die Gießkannenförderung, beenden? Weil eben naturwissenschaftlich bewiesen ist, dass eben nicht alle Menschen gleich sind und dass es für das Überleben eines Kontinents, also das, was man so spätrömische Dekadenz und so weiter nennt, also ein Kontinent kurz vor dem Tode, also Europa als sterbender Kontinent, ja? Das liegt in erster Linie daran, dass wir mit der Gießkanne Kinder fördern und Familien fördern. Ja? Das heißt, dass wir die unqualifizierten und niedrig qualifizierten mit der Gießkanne dazu bringen, viele Kinder in die Welt zu setzen, während wir im hochqualifizierten Bereich quasi alles dafür tun, um Frauen, Karrierefrauen daran hindern, Kinder zu bekommen. Das muss genau umgedreht werden. Ja, und zum Beispiel, ich deute es nur mal an, sozusagen, Frauen müssen generell geringer besteuert werden als Ausgleich für die generell geringeren Gehälter für Frauen aufgrund des Schwangerschaftsrisikos, das zu Recht die Wirtschaft sozusagen nicht selber tragen möchte. Denn es ist eine Staatsaufgabe, die Kinderförderung. Und deswegen weigern sich natürlich die Unternehmen, Frauen genauso hoch zu bezahlen wie Männer, weil sie ja bei den Frauen immer noch das Schwangerschaftsausfallrisiko mittragen, sozusagen. Also muss der Staat sozusagen Frauen generell so und so viel Prozent geringer besteuern als Männer, ganz grundsätzlich, ja? So, damit ist dann die Gleichstellung von Mann und Frau erreicht, ja? Und dann müssen die Schluck Wasser. Dann müssen die Frauen ab Geburt des Babys Steuerbefreiung, wie nennt sich das hier? Na, ich komme nachher auf den Begriff. Auf jeden Fall müssen die Steuern Richtung Null gehen, ja? Das Kindergeld muss stattdessen muss völlig weg, das Baukindergeld muss völlig weg, Kinderfreibeträge müssen völlig weg, denn nur für die Frauen brauchen wir Förderung. Männer sind wirtschaftlich so stark, die brauchen keinerlei staatliche Unterstützung wegen Kindern,
sondern es sind allein die Frauen, die Unterstützung brauchen. Ja? Und ja, und das bedeutet also, wenn wir erkennen, dass alle Menschen ungleich sind, dass die Evolution, in der wir alle leben, dieses Universum ist das Universum der Evolution und der DNS. Und die produziert ständig Ungleichheit aktiv. Und das heißt, die produziert aktiv dumme Kinder und kluge Kinder. Ja? Und wir dürfen, und zur spätrömischen Dekadenz, also zum Selbstmord Europas, gehört diese falsche Bevölkerungspolitik. Hier müssen die Kinder herkommen und hier null Kinder. Ne? Und das bedeutet auch, dass man am Rande gesagt, also dass der Satz kommen muss, das Gesetz kommen muss, dass mein Kind gehört mir und circa 5 bis 15 Stunden nach der Geburt kann die Frau, die eben sich nicht dem Risiko einer gefährlichen, körperverletzenden Empfängnisverhütung und Abtreibung aussetzen möchte, dass die das Recht hat, dass ihr Kind mit Morphium, mit einem Morphium-Massageöl im Krankenhaus total glückselig einschläfern gelassen wird, also einschlafen gelassen wird. Also die Frau entscheidet, ob sie ein Kind annehmen will oder nicht und niemand sonst. Ja? Und dann brauchen wir natürlich, wir müssen diese medizinische Ethik, nämlich hier diese vorteilbringende Ethik, die also sozusagen der Gesellschaft schadet, also diese vorteilbringende Ethik hier, dieser Früharzt sagt, nein, also so in den ersten Kinderjahren, da müsst ihr es einfach akzeptieren, dass viele Kinder sterben, denn viele haben einfach eine genetische Missbildung im Immunsystem und so weiter, sind gar nicht fürs Leben bestimmt und bis die Kinder so ein paar Jahre alt sind, also bis sie anfangen, eine eigene Identität zu entwickeln und ein eigenes Leben und ein Konzept ihres eigenen Lebens und ihre eigene Lebensleistung zu entwickeln, sozusagen. Bis dahin müsst ihr einfach akzeptieren, dass eben Kinder sterben. Das gehört zur Natur und, na, und dann kam natürlich wieder der erste, die sich irrenden Frühärzte. Und die haben natürlich gesagt, nein, wir müssen schon im Mutterleib, ab der Eizelle müssen wir schon anfangen zu operieren, weil wir da gutes Geld verdienen können. Nee, das hat er natürlich nicht gedacht, sondern die glauben wirklich, dass es gut sei, jedes Leben um jeden Preis immer und überall zu schützen und dafür Milliarden auszugeben. Und dieser Irrtum hat sich dann als gewinnbringend, karrierefördernd erwiesen und hat dann dazu geführt, dass gerade diese Leute, die diese Irrtümer tragen, diese unnatürlichen, widernatürlichen Irrtümer tragen, sozusagen dann eben die große Karriere gemacht haben und eben ganze Großfamilien an Medizinprofessoren begründet haben und dadurch die gesamte Gehirnwäsche mit den vorteilbringenden Irrtümern auf uns eingeprasselt ist. Ja? Wir müssen also wieder akzeptieren, dass eine Mutter, die dem Kind hier nichts bieten kann, weil sie in dem Lebensbereich ist, dass die natürlich das Kind dann einschläfern lässt in glückselig-glückseligen Zustande. Ne? Klingt zwar hart, aber ohne das wird Europa sterben, denn die anderen Länder sind nicht ganz so blöd wie wir. Die sorgen viel mehr dafür, dass hier die Kinder geboren werden und dort nicht. Ja? Und ne? Schauen wir uns doch nur die armen Länder an. Zum Beispiel die armen Länder, dort alle Leute, die keine berufliche Leistungsfähigkeit haben, deren Kinder verhungern dort. Also das ist brutal, ja? Wir machen das friedlich und sanft, aber die Richtung stimmt, ja? Wer nicht Leistungsfähigkeit hat, also Beispiel Bonobo-Kommunismus, ja? Unsere engsten Verwandten in der gesamten Natur, die einzigen engen Verwandten, die wir haben, ohne Marktwirtschaft, ja? Ohne diese Fehlentwicklung Marktwirtschaft, ohne die Erfindung des Tauschhandels, der uns das Genick gebrochen hat, ja?
Da kriegen nur die intelligentesten Bonobo-Männer kriegen überhaupt Kinder, ne? Und kriegen Zugang zu den Eizellen. Es ist sehr selten, dass mal jemand aus diesem Restbereich hier überhaupt, dass da irgendein Mann, trotzdem sie alle Sex miteinander haben, ist es ganz selten, dass der Frauenkörper sozusagen den Spermien solcher Männer Zugang zu ihren Eizellen gewähren. Also sozusagen, die Frauenkörper sind genetisch schon genauso konstruiert, dass sie eigentlich nur Spermazellen, Spermien von hochleistungsfähigen, schenkenden Männern in der Kommune, die größten Geschenke machen, überhaupt an ihre Eizellen ranlassen, sozusagen. Ja? Ja, dann gehen wir doch mal hier noch mal weiter durch. Also, das heißt, wir hatten die Kinderförderung mit der Gießkanne, ist also der Grundfehler, den wir gerade in Deutschland machen. Dann Asylanlagen müsste Deutschland in aller Welt, vielleicht zusammen mit der UNO, zur Not alleine, Asylanlagen in aller Welt einrichten. Ja, nach Deutschland kommen nur noch höchst qualifizierte Personen. Ja, das heißt also, sollten unsere Genetik auffrischen, indem wir durchaus, wenn Sie es unbedingt wollen, hochqualifizierte nach Deutschland reinlassen. Die kriegen dann Kinder mit der Ursprungsbevölkerung und das durchmischt sich und das bereichert uns genetisch sehr positiv. In diesem Sinne Multikulti, ja, aber ansonsten kommt niemand mehr nach Deutschland, weil die Asylanlagen die Aufgaben unseres Asylrechts erfüllen, im Ausland erfüllen, möglichst in Nachbarschaft zu den Krisengebieten. Ja? So, und dabei ist noch das Sonnenproblem zu benennen hier, dass eben natürlich muss man aber dann ganz klar sagen, für die Leute, die zu uns kommen, wenn die aus dem Süden kommen, ja, wer aus dem äquatorialen Bereich hat viele Anpassungen, nicht nur an die erhöhte Sonneneinstrahlung, sondern viele andere kleine genetische Anpassungen. Und wenn der dann nach Norden oder Richtung Südpol wandert und auswandert, dann wird das seiner Gesundheit tendenziell eher schaden, ne? Ich meine aber gut, wenn er sich mit der Ursprungsbevölkerung dann vermischt und die Kinder schon Mischlinge sind, dann wird sich diese Gefährlichkeit schon von Generation zu Generation reduzieren, ne? Ja, und dann ganz generell kann ich auch jetzt schon abhaken, dass wir dann eben irgendwann brauchen wir wahrscheinlich einen großen Volksentscheid, wenn das die Bevölkerung will, dass wir gucken, ob wir den Parallelgesellschaften sozusagen, die sozusagen denen sozusagen die deutschen Staatsbürgerschaften, den deutschen Pass abkaufen und ihnen finanzielle Hilfen geben, in ihrer Heimat sozusagen wieder sich eine gute Existenz aufbauen zu können. Aber das ist eine Sache, das wäre vielleicht die einzige Sache, wo wir einen riesigen Volksentscheid brauchen, weil das entscheidet darüber, dass wir vielleicht immer wieder in der Zukunft Europas Probleme mit Parallelgesellschaften bekommen, so wie sie die USA mit den Parallelgesellschaften der Schwarzamerikaner oder der Hispanics oder mit all diesen Parallelgesellschaften bekommt, die sich ja eben leider nicht durchmischen. Also das ist meistens so, meistens sind es nur hochqualifizierte Menschen, die sich mit der Ursprungsbevölkerung wirklich durchmischen, während die unqualifizierten Menschen meistens irgendwie eine Tendenz zur Bildung von Parallelgesellschaften haben. Ne? Schluck Wasser. So, und dann, also das habe ich ja schon gesagt, also ich gehe mal wieder zurück auf unser hübsches Tagesbild hier. Also, Baukindergeld, Kindergeld muss gestrichen werden, Kinderfreibeträge weg, denn Männer dürfen überhaupt keine Förderung bezüglich Kinder mehr kriegen, es muss alles auf die Frauen gehen.
Ja, vielleicht noch die Ergänzung, dass also die Frauen dann, dass sie also eine kostenlos vom Staat bezahlte Kindersekretärin sich unter Hunderten aussuchen können, die sie bei der Arbeit begleitet. Der Staat bezahlt der Firma einen Betriebskindergarten fürstlich und dann pendelt die Kindersekretärin zwischen Mutter und Betriebskindergarten hin und her und die Mütter können am Arbeitsplatz die Kinder stillen über viele Jahre lang und so weiter. Und so haben wir dann eben, sorgen wir dafür, dass unsere fähigen Frauen wieder Kinder bekommen. Und dann noch die fähigen aus dem Ausland, damit wir eben unsere Genetik immer wieder ein bisschen auffrischen können. Ja, so nach dem Motto, wenn solange diese Leute das gesundheitliche Risiko eingehen wollen, in eine Region der Erde zu gehen, für die sie genetisch nicht konstruiert sind, das ist ja dann deren Problem. Und wie gesagt, schon die Kinder aus einer Verbindung mit jemandem aus der Ursprungsbevölkerung werden dann ein geringeres gesundheitliches Risiko haben. Ne? Gut. So viel, also Multikulti, ja, aber bitte im gebildeten Bereich, im hochqualifizierten Bereich. Dann haben wir so ab Berufsbeginn der Kinder, also wir müssen die Frauen gezielt belohnen für ihre Leistung, ihr Kind nicht verwahrlosen zu lassen, sondern sozusagen zu einem guten, nützlichen Mitglied der Gesellschaft erzogen zu haben. Also ab Berufsbeginn, wenn das Kind anfängt, Steuer zu zahlen, kriegt die Mutter eine vorgezogene Mütterrente analog zur Steuerleistung des Kindes. Das heißt also, die Mütter kriegen nicht nur eine Rente bezogen auf ihre eigene Arbeitsleistung, sondern auch bezogen auf die Arbeits- und Steuerleistung ihrer Kinder. Und dadurch haben wir das ganze Problem der Benachteiligung der Frauen mit einem Federstrich weg. Ja? So, und dann müssen wir das Recht auf Wohnung mit einer Pflicht zur Wohnung koppeln. Wir müssen den Schandfleck, dass unsere Städte aussehen, völlig verwahrlost und die Touristen kommen aus Deutschland zurück und sagen, ja, es war ganz toll, diese ganzen Obdachlosen und Bettler, die uns da aggressiv angebettelt haben in Deutschland. Das war ein tolles Erlebnis, Urlaubserlebnis, das ganze verwahrloste Deutschland zu sehen. Ja, und dann die ganzen Flaschensammler und so weiter. Also all diese Verwahrlosung muss ganz strengstens verboten werden und stattdessen kriegt jeder eine Wohnung und eine ganz intensive Betreuung und die Wohnungsamtmitarbeiter kriegen dann die Boni, wenn die ja, letztendlich die Wohlfühlstimmen der Hausbewohner und aller Beteiligten und die Gesundheitsdaten aller Beteiligten sich gut entwickeln, kriegen die besten Boni, wenn die Wohnungsamtmitarbeiter es zulassen, dass der neue Hausbewohner sozusagen das ganze Haus aufmischt, dann kriegen sie halt keine Boni dafür. Also werden alle interessiert sein, dass es klappt, dass die ganzen Obdachlosen wieder in Wohnungen kommen, ne? Und der Arbeitsamtmitarbeiter kriegt nur noch Prämien analog, also parallel zu den Steuerleistungen, die von ihm in Arbeit untergebrachten zahlen sozusagen. Wenn die 20 Jahre in Arbeit sind, kriegt er 20 Jahre Prämie. Sind sie nur eine Woche in Arbeit, kriegt er nur eine Woche die Prämie, ja, die Erfolgsprämie, ja. Und wenn er die Leute in ehrenamtlicher Arbeit untergebracht hat, kriegt er auch eine kleine Prämie, ne? Sozusagen. Und dann werden Sie mal sehen, wie die Arbeitsamtmitarbeiter springen und sich bemühen, ne? Ja, und dann
dann, die Regierung will die Polizisten ausbauen, den Polizeistaat ausbauen. Nein, wir können die Polizisten nach Einführung der Sicherheitsstimme als Ergänzung der Wohlfühlstimme, können wir den ganzen Polizei- und Rechtsstaat, Staatsanwälte und Richter drastisch reduzieren und abbauen und diese Gelder einsparen und die Köpfe sozusagen, die wir in der Wirtschaft händeringend brauchen, die können dann besser in der Wirtschaft helfen, wirklich etwas für die Welt Wichtiges mitzuproduzieren. Ja? Also das heißt also, was passiert, wenn der Polizist, ja, die Regierung will, Kameras, Überwachungskameras überall, ist alles unnötig. Wir brauchen nur, dass die Polizisten die Erlaubnis kriegen, weil sie sich eben anhand der Sicherheitsstimme Prämien verdienen wollen und Karrieremöglichkeiten verdienen wollen, werden sie automatisch mit als Beamte in Zivil mit Kameras, sie werden Bürger ausstatten, die gefährdet sind von Straftaten anderer, mit verdeckten Kameras ausstatten, sodass dann also die Straftaten einerseits durch die Polizisten in Zivil, die also quasi als Zeugen mit dabei sind bei den Straftaten, bei übergriffigen Tätern und so weiter, und mit den Kameras, die gefährdeten Bürger ausgestattet werden, dann rufen diese Beamten in Zivil sozusagen durch einen stillen Alarm die uniformierten Beamten, dann werden die Täter abgeführt, vor den Richter gebracht, das Videomaterial wird gesichtet und sie werden abgeurteilt und ab geht's ins Gefängnis. Ne? Dann haben wir Recht und Ordnung und da brauchen wir nur noch einen Bruchteil der Polizisten von bisher. Ja, und das heißt, die werden sich auch nicht mehr mit Fußball-Hooligans prügeln, sondern da werden 3 Polizisten sein mit einer Maschinenpistole, die werden Warnschüsse abgeben und wenn nicht, wird in die Beine geschossen und dann ist Ruhe. Und dann werden sie mal merken, wie zahm, handzahm innerhalb von einer Woche alle Fußball-Hooligans sind. Ja, es ist doch, oder auch Demonstranten sind. Ja, es geht doch nicht an, dass Polizisten angeprügelt und angespuckt werden von irgendwelchen kriminellen Demonstranten oder Fußball-Hooligans, eine Salve mit der Maschinenpistole und dann hat das ganze Land begriffen, Schluss mit lustig. Ja? Wir müssen doch bei aller Menschenfreundlichkeit, müssen wir doch für Recht und Ordnung sorgen, solange Menschen noch so unvernünftig sind, wie sie sind. Ja? Und Lehrer müssen nach der Steuerleistung ihrer Absolventen bezahlt werden. Es ist kompliziert, aber statistisch möglich. Wir wissen, dass es möglich ist, zu gucken, aha, dieses Kind hatte 100 verschiedene Lehrer in seiner Karriere bis zum Hochschulabschluss. Und jetzt zahlt es so und so viel Steuern, weil es gut ausgebildet wurde. Und jetzt guckt man, wer von den 100 Lehrern, kann man statistisch gucken, weil diese Lehrer hatten natürlich viele andere Kinder, die sie unterrichtet haben. Und dann kann man ausrechnen, welcher Lehrer ist ein Bremser gewesen in der Entwicklung der Kinder, in der Kreativitätsentwicklung der Kinder, der Innovationsfähigkeitsentwicklung der Kinder und welcher ist ein Förderer gewesen. Und dann kann man die Lehrer alle in Ranglisten anrichten und das kann man, und da, dass dann jeder Lehrer weiß, dass er nach einigen Jahren sozusagen die Quittung für seine Lehrerleistung bekommt, dann werden sich die Lehrer in völlig neue Denkwelten, sie werden völlig neu denken, werden sich überlegen, wie können Kinder die maximale auch Eigenentfaltung von eigener Aneignung der Welt und so weiter entwickeln und wie können sie sie dabei maximal begleiten, anstatt sie abhängig zu machen von Lehrertum und ihnen den Spaß am Lernen zu rauben. Ja? Die Arbeitsamtreform habe ich ja schon genannt. Ne? Ja, und die gesamte Landwirtschaftstotalreform wird kommen durch die Supermarktleiter, denn da die Supermarktleiter, Schluck Wasser, in Zukunft die alles entscheidenden Verdienstzuschläge durch Krankenversicherung
und Staat für mich dann nur dann bekommen, wenn meine Wohlfühlstimme sich positiver entwickelt und meine Gesundheitsdaten sich positiv entwickeln. Dadurch werden die Supermarktleiter sagen, Schluss mit lustig, liebe landwirtschaftlichen Zulieferungsbetriebe, wir kaufen euch nur noch Sachen ab, die völlig giftstofffrei sind, die renaturiert zurückgezüchtet sind, gentechnikfrei sind und total sauber sind. Und wenn ihr uns auch nur irgendwie, wenn wir in unseren chemischen Laboren, unserer Großketten, auch nur eine Spur an Gift finden, seid ihr lebenslang raus und ihr kriegt nie wieder einen Auftrag von uns. Und ab dem Moment werden die ganzen landwirtschaftlichen Betriebe, die Pharmaindustrie bitten, ihnen mit Bodenentgiftungsmedikamenten zu helfen, dafür wieder natürliche Böden zu bekommen und dann in Permakultur und so weiter alles anzubauen. Ne? Also quasi dann wird Permakultur, Superbio quasi wird im Supermarkt eher billig, ja, weil der Supermarktleiter ja kriegt ja Verdienstzuschläge für die Gesundheit der Menschen, also wird er die Preise für die gesunden Nahrungsmittel senken, verglichen mit den krankmachenden Lebensmitteln. Ne? Und dadurch haben wir dann eine Verführung hin zur gesunden Ernährung. Ne? Das spart uns Milliarden ein, also alles das spart uns Milliarden ein, die wir dann, wenn Greta das wollte und Luisa Neubauer das wollten, Fridays for Future, Extinction Rebellion das wollten, problemlos für den Klimaschutz, für die CO2-Neutralität Deutschlands einsetzen könnten, so als Musterbeispiel für die Welt, um es der Welt vorzumachen, ja. Aber das ist ein Luxus und diesen Luxus können wir uns nur leisten durch die Reform der Next Scientists for Future, durch nichts sonst. Ne? Ja, dann Ärzte locken wir in Mangelgebiete, zum Beispiel auf dem Land, durch dort höhere Verdienstzuschläge. Also die Verdienstzuschläge werden einfach angehoben, also kriegen wir dort dann auch eine ausreichende ärztliche Versorgung. Ganz einfach. Der Bundeswahlleiter und das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, eventuell mit seinen Außenstellen in den Bundesländern, wird Ort aller wichtigen Wissenschaft. Die unwichtige Wissenschaft können wir runtersparen, sozusagen, denn alle wichtige Wissenschaft, die sich sozusagen um die, was verbessert unsere Wohlfühlstimmen und unsere Gesundheitsdaten und was schadet, diese wichtige Wissenschaft wird alles rund um das Statistische Bundesamt. Also viele Wissenschaftler werden dann im Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden rund und in den Landes werden dort gebraucht. Vielleicht kann man auch Teile der Universitäten direkt angliedern an das Statistische Bundes- und Wahlamt. Aber wir können ganz viel einsparen, denn wir brauchen den meisten Quatsch der Forschung nicht, weil das Rätsel der Menschheit ja gelöst ist. Und wir müssen jetzt sozusagen die Professorenleistung, also jeder Professor, der forscht, auch der noch an einer staatlichen Universität forscht, der wird dann, dessen Ergebnisse werden angewandt in dem Bundesland, in dem er forscht oder in der Region, in der er forscht. Und dann guckt man sich die Entwicklung der Wohlfühlstimmen in genau und der Gesundheitsdaten in genau diesem Gebiet an und hat er was wirklich Nützliches beigetragen. Wenn es nützlich ist, müsste es sich ja auch in einem verbesserten Wohlbefinden und einer verbesserten Gesundheit zeigen. Dann gibt es Prämien für diesen Professor und wenn nicht, muss er mit einem winzigen Grundgehalt auskommen in Zukunft. Ja? Alle neuen Professoren, die angestellt werden, müssen sich über Leistung das verdienen, denn wir haben da einen sozusagen total inkompetenten pseudowissenschaftlichen Wasserkopf zugelassen, den wir alle mitfinanzieren. Das ist Quatsch. Ne? Also muss aufhören. Ne? Ja,
die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege sorgt dafür, dass also in den der Pflegeheimleiter wie der Supermarktleiter und wie der Gesundheitskommunenleiter, der hausärztliche Gesundheitskommunenleiter, alle werden dann belohnt, wenn die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten sich verbessern. So dadurch werden wir ganz sparsame, hocheffiziente sozusagen Pflegeheime bekommen, in denen alles getan wird, dass die Alten wieder richtig Sport machen und wieder richtig sich bewegen und gesund sich ernähren und alles Mögliche und so lange wie möglich erhalten bleiben und vielleicht sogar dann wieder am Arbeitsleben teilnehmen. Warum soll jemand nicht mit 100 Jahren arbeiten in Okinawa, Japan, Okinawa, haben bis vor Jahrzehnten, bevor dann also McDonald's alles zerstörte und unsere westliche Medizin dort alles zerstörte, haben dort 110-Jährige munter noch gearbeitet und ganz normal am Arbeitsleben teilgenommen, topfit und vital mit gesunder Ernährung und allem, ne? Ja, und das heißt, wir erlauben jedem bis zum Tode einfach, wenn er Spaß dran hat, mit weiterzuarbeiten in der Gesellschaft, ne? Ja, dann können wir auch den Straßenbau und die Flugförderung streichen. Da können wir die Kostausgaben streichen. Wir können die Straßen gerade noch so notdürftig flicken. Das spart viel Geld, weil wir ja die Reduktion, wir machen ja einen Degrowth-Prozess, einen Postwachstumsprozess durch die Reduktion der Konsumsucht. Ich erinnere noch mal dran, hier haben wir das mit der Konsumsucht, Schluck Wasser. Also, wie war das? Die ganze Konsumsucht kommt nur daher, dieser Überkonsum der Menschheit kommt daher, dass diese Früharzt und Frühhändler gesagt hatte, ach, ist das eklig, euer Geschlabber und Geschmuse in euren Kommunen. Ja, die Menschen haben einfach den ganzen Tag Sex gemacht und geschmust in den Kommunen. Und deswegen haben dann die Männer auch alles, da gab es auch keine Schere zwischen Arm und Reich, weil die Männer alles den Frauen und Kindern geschenkt haben und so weiter. Und das wollen wir wenigstens für die, die das wollen, wollen wir diese Lebensform ja wieder zulassen, dass die Leute aus den Hausarztkommunen heraus sich kommunistische, bonobo-kommunistische Wohngemeinschaften, Lebensgemeinschaften bilden und so weiter. Wer das mag, nur wer das mag, ne? Das würde dann dazu führen, dass diese Menschen wieder den halben Tag mit Sex und Schmusen beschäftigt sind und Körperkontakt und eben nicht mit Konsumsucht. Und dadurch geht der gesamte Konsum zurück. Wir brauchen viel weniger Straßen, wir brauchen viel weniger Flugzeuge. Die ganzen Mallorca-Flüge, diese Reisekonsumsucht fällt weg, denn der Mensch in der Natur, kein Bonobo reist. Ja? Und Menschen in der Natur reisen nicht, die besuchen ihre Nachbarkommunen mit den Enkelkindern, geliebten Enkelkindern und besuchen vielleicht noch ein paar etwas größeren Umkreis an befreundeten Kommunen, aber dann hat sich's, ja, und dafür brauche ich kein Flugzeug, da brauche ich kein Auto und da brauche ich also auch nur ganz wenig Busse und Bahnen dafür und dann hat sich's, ne? Und das heißt also, durch diesen Degrowth-Prozess können wir auch wieder viele Milliarden einsparen. Aber wie gesagt, erst wenn die Konsumsucht zurückgeht, fahren wir dann das andere runter, ne? Ja, das ist also keine Angst. Also solange jemand noch konsumsüchtig ist, kann er noch mit seinem Auto wie verrückt durch die Gegend rasen. Wir nehmen niemandem was weg. Wir geben den Leuten Glück. Also quasi das Konzept der Next Scientist for Future gibt den Menschen Glück. Und aufgrund des Glücks, wenn sie dann die Konsumsucht und die Autoraserei-Konsumsucht vergessen, ja, dann ist es halt passiert. Ne? Dann haben wir doch da erreicht, was sinnvoll ist. Ne? Ja. Ja, dann haben wir
Vermieterranglisten, ja, es wird also Vermieterranglisten geben anhand der Wohlfühlstimmen und der Gesundheitsdaten ihrer Mieter. Ja, das heißt, was meinen Sie, wie dann plötzlich alle Neubauwohnungen durch gesundes Bauen, biologisches Bauen, gesundes Bauen hergestellt werden, weil die Wohlfühlstimmen entscheiden werden, ja? Denn dadurch, dass die total transparent sind, wird kein Mieter in einem Haus mehr eine Wohnung mieten, wo die Leute durchschnittlich schlechte Wohlfühlstimmen entwickeln, ja? Also das heißt, also zum Beispiel Schimmelwohnungen oder was auch immer. Was meinen Sie, wie die Vermieter sich um das Wohlbefinden der Mieter in ihren Wohnungen dann bemühen werden. Ne? Also damit haben wir dann das Problem gelöst. Ja, wie gesagt, statt Videoüberwachung, das hatte ich schon, verdeckte Ermittler, das hatten wir alles schon. Ja, und dann grundsätzlich kein Geld mehr für andere Länder, keine Entwicklungshilfe. Der Mensch ist also wie der Bonobo, das sind Regionaltiere, die kümmern sich nur um hier, wenn das drei hier Kommunen sind, nur um die Kommunen um sie herum. Und das ist ihre ganze Welt und alles andere interessiert sie so, wie wenn der sprichwörtliche Sack Reis in China umfällt. Also egal, was auch immer da für komische Dinge gemacht wurden, kein Cent mehr ins Ausland, außer unsere Asylanlagen. Ja, sozusagen, dafür haben gesunde Menschen kein Empfinden. Jedes Land muss anfangen, für sich selber zu sorgen. Es kann ja jederzeit die Next Scientists for Future anrufen und sagen, bitte helft uns bei der Umkonstruktion unseres Staates, so dass es genauso erfolgreich wird wie Deutschland oder Österreich oder Schweiz, je nachdem, wer zum Beispiel, welcher Staat eben die Next Scientists for Future zuerst ruft. Ja, so, dann haben wir das kann ich jetzt gerade nicht lesen, aber dann mache ich weiter. Wo haben wir's? Also kein Geld, keine Entwicklungshilfe und bloß keine NGOs jemals mehr unterstützen. Also unsere Analysen haben ergeben, Erfahrung plus naturwissenschaftliche Analyse hat ergeben, hier schauen wir es uns an, alle diese NGOs sind kapitalistische Abzockorganisationen. Ja? Also hier haben wir jemanden, der sagt, ja, ich will wirklich anderen helfen, selbstlos, und ich mache so eine Organisation. Und wir leiten zum Beispiel alle Spendengelder für die hungernden Kinder und so weiter direkt, wirklich echt nach Afrika weiter und so weiter. Der hat relativ geringe Marktchancen, weil er ja eben nicht viel Werbung machen kann, nicht viel geglitzern, nicht viel Leute manipulieren kann, nicht viel beeindrucken kann. Der wird eher aussterben. Aber der hier, der quasi so macht, dass er quasi die NGO betreibt und in erster Linie das Geld für sich und für die Ausweitung seiner NGO verwendet und also quasi überhaupt kein Interesse daran hat, dass das Problem gelöst wird, also zum Beispiel der Hunger in der Welt gelöst wird oder das Klimaproblem gelöst wird oder irgendwas anderes gelöst wird. All diese Organisationen stehen unter dem dringenden Tatverdacht, dass sie Fridays for Future, dass es da eventuell wirklich nur um das kapitalistische Abzocken von Spendengeldern geht. Und das würde dann auch bei Extinction Rebellion und so weiter, das würde erklären, dass die alles dafür tun und sich dagegen sträuben, dass es zu einer Lösung des Klimaproblems durch die Next Scientists for Future kommt. Also dass es sich bei all diesen Organisationen, alle, die sich als erfolgreich durchgesetzt haben, Greenpeace und Greenpeace und Bund und wie sie alle heißen, um kapitalistische Abzockorganisationen handelt und die, da muss jegliche staatliche Förderung aufhören und ich empfehle jedem Bürger,
absolut jede Spendenaktivität gegenüber diesen Organisationen einzustellen, weil die offensichtlich sozusagen ein Interesse an der Erhaltung der Probleme haben, von denen sie gut leben. Das ist so ähnlich wie, dass auch dort haben sich also die vorteilbringenden Irrtümer durchgesetzt sozusagen. Und das ist so ähnlich wie die vorteilbringenden Irrtümer sozusagen die Professoren, Medizinprofessoren dazu gebracht haben, eher die Bevölkerung krank zu machen. Die iatrogenen Erkrankungen und iatrogenen Tötungen sind der, also die durch Ärzte verursachten Tötungen sind die drittgrößte Todesursache in der Welt sozusagen und die ersten zwei Todesursachen, da wirken sicherlich auch die ärztlichen nicht bewussten Tötungstendenzen auch mit dazu bei. Ja? Ja, also das heißt, Schluss, kein Cent mehr, bitte liebe Bürger und lieber Staat, keinen Cent mehr für diese Abzockorganisationen, NGOs, Fridays for Future und all diese anderen, wo es möglicherweise nur ums Abzocken der Bevölkerung gibt, denn bis jetzt verhalten sich diese ganzen Organisationen so, als ginge es nur um das Abzocken der Bevölkerung. Ja? Und das heißt, denn die haben ganz klar signalisiert, dass sie kein Interesse an echtem Klimaschutz haben, an dem Angebot der Next Scientist for Future für den Kohlestopp 2026 und für den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima. Die finden lauter fadenscheinige Vorwände, warum sie das nicht haben wollen. Und wahrscheinlich steckt dahinter die eigentliche Logik, nämlich: Es handelt sich um kapitalistische Abzockorganisationen, die die Bevölkerung ausbluten wollen und davon gut leben wollen und Karriere machen wollen, ja. Und um was anderes ist es möglicherweise nie gegangen, ne? Ja, und dann brauchen wir die United States of Northern Europe mit sofortiger Einführung von Englisch als Erstsprache. Wir können die Zweitsprachen noch so lange wie nötig beibehalten. Und noch so lange wie nötig zweisprachig verfahren, aber wir müssen als United States of Northern Europe dann wieder unsere Freundschaft mit den USA vergrößern, sobald die dann auch ihren Staat umgebaut haben, ne? Gemäß der Next Scientists for Future. Ja? Und dann brauchen wir, wenn es wirklich so wäre, dass die erste Welt, die westliche Welt, dann wirklich ganz klar sagen würde, dass da wirklich eine echte Gefahr für uns ist mit dem Klimaerwärmung, dass die nicht nur unsere Landwirtschaft begünstigt, sondern wie wir es ja jetzt sehen, irgendwie doch Schäden in der Landwirtschaft und in der Waldwirtschaft anrichtet, die wir auch durch Umstellung nicht einfach so kontern können. Ja, dann machen wir halt bieten wir einen weltweiten Emissionshandel an, wo alles außer dem Atem der Menschen drastisch bezahlt werden muss und da müssen dann halt alle Staaten der Erde dran teilnehmen. Sonst macht halt die westliche Welt nicht mit. Da muss halt die dritte Welt damit leben, dass sie mit den Folgen des Klimawandels halt leben will, wenn sie nicht will. Außerdem hat ja die dritte Welt die Möglichkeit, jeder Staat der Erde hat die Möglichkeit, durch Anfrage bei den nextscientistsforfuture.de Hilfe zu bekommen beim Umbau ihres Staates. Und dann sozusagen kann ja jeder Staat ein Wirtschaftswunder haben und aus dem heraus kann er dann auch den Emissionshandel, die Emissionspreise bezahlen. Ne? Und dann müssen wir noch die Meere auf alle Staaten aufteilen und dann werden die Meere, die Staaten für ihren Meeresteil dafür sorgen, dass kein anderer es mehr wagt, da irgendwelche Gifte oder Müll einzuleiten, sodass die das dann das Meer gut bewirtschaften können und ein sauberes, gesundes Meer bewirtschaften können. Ja? Ja, also das heißt, oder wir müssen auch vielleicht einen weltweiten Emissionshandel Wasser sozusagen, mehr Wasser auch noch einführen. Also auf jeden Fall muss man ja eine Lösung dafür finden, dass unsere Meere sauber und ungiftig werden und müllfrei. Ne? Ja, und dann
sozusagen, das habe ich ja schon gesagt, der Volksentscheid bezüglich der Parallelgesellschaften, wenn das die Bevölkerung will, würde ich mich dem nicht verweigern sozusagen. Ja, und dann können wir noch diskutieren. Was sich gezeigt hat, ist, dass das große bedingungslose Grundeinkommen genauso ein Fehler ist wie das Kindergeld. Da werden also dann wieder die Inkompetenten belohnt, wenn sie 20 Kinder in die Welt setzen. Das würde Europa töten. Das wäre Selbstmord Europas. Also ist jetzt nur noch zu diskutieren, ein Mini-bedingungslos, also das kleinstmöglichste bedingungslose Grundeinkommen überhaupt. Oder wir müssen Hartz IV ganz drastisch senken. Ja? Denn es ist ganz klar, wie hat sich diese Idee gebildet? Schluck Wasser. Wie hat sich die Idee gebildet, dass Menschen so ein riesiges Hartz IV bräuchten? Ja? Das ist, weil wir haben hier die Leute, die daran verdienen, dass sie sozusagen ja Menschen ohne Arbeit betreuen. Ja? Und der eine hier ist der wieder der Wahrheitsträger, Wahrheitsideenträger, und der sagt, ja, also, ihr lieben Leute, ihr kriegt die Unterstützung, die ihr braucht, um euch gesund zu ernähren. Ansonsten sollt ihr natürlich euren Hintern wieder hochkriegen, und ihr kriegt ja von den neuen Arbeitsämtern, Mitarbeitern ja ständig Angebote und Möglichkeiten, wo ihr arbeiten könnt. Also braucht ihr sowieso das Hartz IV nur für ein paar Tage oder ein paar Wochen, und dann kann das auch so niedrig wie möglich sein, ja? Ja, und der hier, das ist der, der sich irrt und der sozusagen sagt, nein, also die Leute brauchen doch, die müssen doch würdig leben können, die müssen doch ein fürstliches Hartz IV bekommen und so weiter, ja, das brauchen die doch und alles andere ist doch grausam und menschenunwürdig und so weiter. Und der solche Irrtümer glaubt, der wird dadurch belohnt, vorteilbringender Irrtum, ja, dass nämlich sozusagen seine Behörde immer größer wird, weil die Leute, immer mehr Leute Hartz IV beziehen und das sich dadurch verwöhnt, ganz gut damit leben können und damit auch gar keine Lust mehr haben zu arbeiten und so weiter. Und dann wird er Vorgesetzter von vielen neuen Mitarbeitern, ja, sozusagen, macht Karriere, wird befördert, kriegt noch ein höheres Gehalt und so weiter im jetzigen System. Und dadurch ist diese haben sich diese gewinnbringenden und vorteilbringenden und karrierefördernden Irrtümer ausgebreitet, und deswegen glaubt jetzt die ganze Gesellschaft, die Leute würden alle verhungern, weil das Hartz IV zu niedrig sei. Dann werden sie noch zusätzlich verwöhnt durch die Tafeln, die ihnen noch nur zusätzlich kostenloses Essen schenken und so weiter. Alles bedeutet dann eben, in Wirklichkeit braucht jemand in Deutschland, das haben wir würden das natürlich den Leuten dann durch Fernsehsendungen, und hier, es gibt ja auch bei uns hier schon Sendungen, die genau unterrichten, wie man für maximal 150 Euro im Monat sich kerngesund ernähren kann. Das Einzige, was man nicht kann, noch ist im Moment noch dieses super teure Luxus-Bio, kann man sich davon halt nicht leisten. Ist aber auch nicht nötig, um sehr gesund zu bleiben. Und das Luxus-Bio muss man sich dann halt selber wieder verdienen. Ne? Und ja, also ja, so viel, und jetzt nochmal unser Tagesbildchen und dann zum Schluss, wo ist es? Wieder wie üblich, muss ja jeder nochmal sein Fett wegbekommen. Also die Bürgerliche Revolution, Atlas-Initiative von Markus Krall und Hans-Werner Sinn, das ist diese naive Perspektive.
Markt ist gut, nein, Markt ist schlecht. Ich habe es heute wieder, ich habe es millionenfach aufgezeigt. Immer ist alle ungelenkte und nicht planwirtschaftlich gesteuerte Marktarbeitsteilung und Marktgeschehen immer schädlich für uns alle. Ja, ich habe ja gerade eben gezeigt, wie im Rahmen des Arbeitsamtes schädliche Ideen, vorteilbringende Irrtümer sich massenhaft ausgebreitet haben und dann uns allen eine Gehirnwäsche versetzt haben, wodurch wir dann glauben, sozusagen, dass ja, dass all das nötig sei. Und dass diese ungeheuren Geldausgaben, die man aus unseren Taschen rauszieht, alle nötig seien. Ne? Also, und Christian Felber, ganz kurz gesagt, diese Wohlbefindensverbesserung, dass also wieder dann vielleicht freiwillig wieder einzelne bonobo-kommunistische Kommunen aus den Hausarztkommunen der Ärzte, der Hausärzte raus erwachsen und so weiter. Also das, was mein Lebensglück richtig steigern wird, davon würde die Gemeinwohlökonomie nichts bewirken, Wagenknecht, Nico Pech nichts bewirken. Kevin Kühnert nichts bewirkt, Mausfeld, Fridays for Future, wie gesagt, die stehen ja alle unter dem Verdacht, als NGO eigentlich eher den Klimaschutz verhindern zu wollen, ja, und so weiter. All diese Organisationen, all diese würden das nicht verhindern, oder auch sogar Bhutans Bruttonationalglück, weil es eben nicht sozusagen die Verdienstzuschläge mit den gemessenen Wohlfühlstimmen der Bürger in Verbindung setzt. Dadurch ist auch Bhutan wertlos als Modell sozusagen. Und all die anderen hier, die Verschwörungstheoretiker, machen für mein Lebensglück null, also sind völlig wertlos. Attila Hildmann, Xavier Naidoo, Scientists for Future, alles wertlose Organisationen und wertlose lose Ideen, ja. Und damit haben wir wieder alles abgehakt, ja. Und das war es ja dann jetzt wieder für diese Wissenschaftliche Tagesschau heute, und wir verabschieden uns bis bald.